Moin, herzlich willkommen zu Video 2 Sportverschämmel mit Ausfall TV. Wohl hat, dass momentan kaum Videos rauskommen, aber ich bin momentan leicht erkältet. Keine Angst, kein Corona. Ich teste mich jeden Tag, also das ist jetzt nicht der Fall. Aber ist Nebensache. Hier gibt es ein Test für den Mod. Ist jetzt schon ein bisschen länger draußen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, finde ich. Und zwar macht es endlich Sinn. Früher stand hier immer 625 Liter Diesel und die 70, das wird dann der Blue sein. Und jetzt geht es mal ums Blue Pack. Ist wieder wirklich auch 70 Liter. 70 Liter stand vorher schon da. Ich weiß, ob der Depp schon in der Stande. Jetzt steht es auf jeden Fall da. Ja. Ad Blue, also 70 Liter Blue geht in den Tank rein, in den 39er Mario. Der Link dazu ist natürlich in der Infobox. Das Pack ist wieder frei. Ich habe schon was Kleines hier was vorbereitet gehabt hier. Eine Nice Condition und Jesus Christus Baumaschine. Sondern hier und das ganze Pack. Hier sehen wir einen Kanister 25 Liter. Kostet 30 Euro im Shop. Hier sehen wir nochmal eine 50 Liter Kanister. Kostet 82 Euro. Einen kleinen IBC Container. Das sind die Standardsachen hier. Ist hier bei 2000 Liter. Kostet 2100 Euro. Hier haben wir die Kanister angeguckt. Ja, kann nichts Falsches sagen. Hier kein Dieselwagen. Kann man natürlich umlackieren. Eine Farbe kostet nichts. Hier steht mal Diesel drauf und AdBlue. Das ist hier ein Zusatz. Dings sind jetzt keine Standardmaschinen, sondern Mod. Der kostet 29.500 Euro. 4.500 Liter gehen da rein. Entweder AdBlue oder Diesel. Dann haben wir hier unser Tankwagen. 8.000 Liter. 25.000 Euro kostet der im Shop. Hier haben wir den großen für den LKW, kostet 68.000 Euro und 32.000 Liter Diesel oder AdBlue gehen da rein. Danach haben wir jetzt so kleine Tanks. Kleiner AdBlue Tank von 5.000 Liter, das ist auch 5.000 Euro im Shop. Genau, hier haben wir einen größeren für 10.000 Liter, kostet 10.500 Euro. Wir platzieren ein paar Objekte zu finden. Hier haben wir ein großer Tank. Geht 15.000 Liter AdBlue rein, 16.000 Euro kostet der im Shop und hier eine AdBlue Zapfsäule nochmal für 5.000 Euro können halt als AdBlue vertanken, sag ich mal, wenn wir im Shop ran wollen oder mit dem Trailer hier auffüllen. AdBlue Verbrauch ist so circa bei der Hälfte des Diesels Verbrauch, also wenn der Tank leer ist vom Diesel, ist der AdBlue Verbrauch bei der Hälfte ungefähr. Ist ja, kommt relativ gut hin, das wäre realistisch. Man kann natürlich auch die Tanks. Entweder hier, man nimmt sich so einen Trailer, fährt eine Zapfsäule und dann befüllt man den Tank, oder man kann ihn auch einfach hier kaufen. Hier kostet 15.000 Liter, 20.000 Euro, kann man mal kaufen. Welches wo? Jo. Also jetzt sind 15 Liter Harnstoff drin. Wir können mal kurz hier hingehen, zum Jesus Christus Bulldog, oder Baumaschine auch genannt. Und da geht's. Gibt's mal eine neue Anzeige in Blau mit dem passenden Icon dazu. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Relativ gut gemacht. Wir können jetzt mal hier so einen kleinen Trailer anhängen. Und dann hier können wir dann zapfen. Hier das ist ein Blue. Dieser geht auch Diesel rein. Und ja, ist größtenteils ganz kostenlos hier. Steht jetzt auch so ganz genau warum, aber ist halt so, habe ich ja mal gedacht, ey, das wird kostenlos. Fisch war ein bisschen blöd, aber ja, gut, wie es mag. Standardgemäß sind die Standardmaschinen schon eingetragen in dem Mod. Ja, also vier Standardmaschinen ungefähr hat AdBlue, außer halt die, wo es von Haus aus nicht haben, wie. Zum Beispiel der 4955 hier, der hat zum Beispiel keine AdBlue, genauso wie hier der Pickup oder hier dieser Schäferlader hat auch keine AdBlue, weil hat er ja auch einfach nicht eine Edge, also warum sollte er das denn hier im Spiel haben? Genau,
Das war's zu dem Thema AdBlue. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, tut mir leid, dass zum Otanis so viele Videos rauskommen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt kaum Lust, bei so einer Erkältung am PC zu sitzen und Videos aufzunehmen. Und ja, ich muss hier ins Bett und schlafen runter oder sowas. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schon auf jeden Fall nächsten Tag vorbeikommt, auf jeden Fall ein neues Video. Ja, haut rein. Schönen Tag noch, bleibt auf jeden Fall gesund. Und wenn ihr gerade krank seid, so wie ich, eine gute Besserung. An mich selbst und natürlich an euch. Und ja, haut rein. Ciao, euer Shinsugi.